Willkommen bei Nackt am Strand 2014, dem Nudisten-Simulator aus dem Hause. Habe ich jetzt schon wieder vergessen? Nein, keine Angst, wir haben was an. Stehen aber trotzdem halbnackt am Strand, hier in einem schönen neuen Spielchen, was ich euch heute mal vorstellen möchte. Jenes nennt sich nämlich Life is Feudal. Life is Feudal quasi. Ich werde es in Zukunft abkürzen mit Liv, ne, so wie man das im Deutschen immer schön macht. Liv heißt das Spiel. Und das ist mir vorhin zufällig beim Rumsurfen in einen uns allbekannten Spiele-Download-Shop aufgefallen. Ist ein Mix aus Mittelalter-Adventure-Action-Game, Sandbox-Game und, ja, was kann man noch sagen? Ja, so Mix daraus auf jeden Fall. Die ganze Welt, die wir hier bereisen werden und entdecken werden, und das werden wir vorwiegend machen am Anfang, ist veränderbar, ist abbaubar, so wie man das halt in guten Sandbox-Games kennt inzwischen. Und das Besondere hier ist, dass es auch ein Skillsystem gibt, was sehr interessant ist. Zeige ich euch eventuell mal, wenn ich das finde. Moment. So, das ist hier Ditte. Hier haben wir's. Guck mal. Skills gibt es. Mit jeder Tätigkeit, die wir hier vornehmen, bekommen wir Skillpunkte. Und die können wir dann quasi schön verteilen. Ansonsten, ja, das hatte ich vergessen, ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Es ist natürlich auch ein Survival-Game. Also ein ganz interessanter Mix aus ganz, ganz vielen tollen Sachen. Und wie gesagt, angesiedelt im Mittelalter, das macht es auch irgendwie so ein bisschen, also hebt sich sehr ab von dem, was es so am Markt gibt. Ist jetzt natürlich der totale Kontrast zu meinen üblichen Spielen hier auf dem Kanal. Aber vielleicht ist es ja irgendwie auch ganz gut so. Also ich mag ja da auch Abwechslung im Spiel. Und bin da, wie gesagt, mal gespannt. Aber vier Geräte. Wollen wir mal loslegen. So, wir haben hier im Inventar zum Glück noch was zum Anziehen. Damit das da nicht ganz so doof aussieht, wenn wir rumlaufen. Wer weiß, wie wir hier begegnen. Ich spiele das gerade im Sandbox-Modus alleine, so für mich. Die Option ist aber da, dass das nicht auf Dauer so bleibt. Also das heißt, gegebenenfalls werde ich mit jemandem zusammenspielen in Zukunft, aber erstmal werde ich es ein bisschen erkunden. Und es ist ja auch quasi erstmal nur ein Let's Test. Das heißt, ich will erstmal schauen, ob mir das Spiel zusagt, ob ich es euch präsentieren kann. Und mal schauen, was wir so draus machen. Ich hatte gelesen, achso, ja, zwei Fakten sind noch ganz interessant zum Spiel. Die Welt soll angeblich 450 Quadratkilometer groß sein. Das heißt, das wäre ungefähr so groß wie die Stadtfläche von Köln. Kann ich mir aber ehrlich gesagt, wenn ich mir die Map hier so anschaue, nicht unbedingt vorstellen, dass das schon so riesig ist. Könnte mich täuschen, aber glaube ich noch nicht. Ich bin vorhin mal Test gelaufen. Und zwar von dieser Insel da oben vom Nordosten Richtung Westen rüber und war ziemlich schnell am Berg, so innerhalb von 5 Minuten, glaube ich. Oder 10 Minuten. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie 450 Quadratkilometer sind. Aber wer weiß, man muss ja auch dazu sagen, das ist hier die erste Version. Es ist gerade heute veröffentlicht worden. Also es ist eine Pre-Beta oder Alpha. Na, auf jeden Fall eine sehr frühe Version. Nicht ganz fertig, wie das heutzutage halt so üblich ist. Und kann natürlich auch an der einen oder anderen Ecke noch nicht rund sein oder halt buggy. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Das andere, der andere Fakt, der hier das Spiel so ein bisschen besonders macht, das Schadensmodell soll ziemlich real sein. Das heißt, wenn wir dann gegen NPCs, Tiere, wer weiß, was hier noch so rumläuft, vielleicht auch andere Menschen kämpfen oder dann auf jeden Fall irgendwann mal im PvP, man kann überall dann quasi jemanden Schaden zufügen, an jeder Stelle des Körpers. Und das hat laut Spielentwickler unterschiedlichste Auswirkungen. Und da bin ich doch mal gespannt. Also in Spielen ist es ja eigentlich üblich, dass man so Treffer
Systeme irgendwo hat, also in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten, die man dann quasi anvisieren muss, um halt effektiv den Gegner zu Fall zu bringen. Das ist hier nicht der Fall. Und da bin ich auch mal gespannt, wenngleich wir noch sehr weit davon entfernt sind, hier überhaupt kämpfen zu können. Wir müssen ja erstmal überleben und uns ein bisschen versorgen. So, da fangen wir auch mal an. Es ist jetzt Nacht. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das dauert. Wir werden erstmal etwas suchen. Ich habe es, wie gesagt, schon ein bisschen angetestet. Wir suchen jetzt erstmal nach Feuersteinen, um uns daraus halt auch ordentliches Werkzeug und Waffen zu basteln. Also wir brauchen da ein bisschen mehr als nur Feuerstein. Man braucht auch Holz dafür, Zweige und was war es noch? Irgendwelches Wildgras, vermutlich für einen Griff oder so. Und ja, das ist hier ausgebeutet. Jetzt zeige ich euch mal, hier kann man zum Beispiel Pflanzenfasern sammeln. So schön mit den Pfoten ins Gras hauen. Genau, so reiße ich auch mal Gras ab. Hier gibt's aber nichts. Scheiße. Ja, Gänseblümchen kann man nicht sammeln. Habe ich schon probiert. So. Zuck, zuck. Ich habe mir, wie gesagt, hier einen privaten Server erstellt, wo ich nur erstmal allein drauf bin. Und einfach mal so, um in Ruhe das Spiel kennenzulernen. Außerdem ist der Testserver, wo ich vorhin drauf wollte, auf den öffentlichen, gleich in den ersten 2 Minuten gecrasht. Das ist dann auch nicht so lustig für das Let's Play hier. Okay, und jetzt haben wir hier die Pflanzenfasern, ein Flintstone und hier haben wir so ein bisschen, was ist das? Ach, das sind Cookies zum Essen. Genau, der Hunger ist da unten, die 92. Das heißt, wir sind noch ganz gut im Futter sozusagen. Die Landschaft gefällt mir sehr gut. Werde auch gleich noch sehen, wenn wir in den Wald reingehen. Das ist alles sehr schön gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was es hier für Tiere gibt. Auf jeden Fall gibt es keine Monster. Also wer das hier erwartet, wie bei The Forest oder so, irgendwelche komischen, gruseligen Wesen, das gibt's hier nicht. Das ist alles sehr real. Ne? Also Monster und Aliens und irgendwelche Fabelwesen gibt's ja in der Realität nicht. Wer schon mal im Wald war, abends, nachts, der kann das auch bestätigen. In den meisten Fällen zumindest. Und das macht's für mich auch so ein bisschen besonders. Endlich mal ein Spiel, was quasi so ein, ja, ein bisschen mehr Realitätsgrad hat. Das erscheint mir doch als sehr spannend. So, wir müssen halt ein bisschen Zeug sammeln, dass wir uns was basteln können. Das dauert am Anfang immer ein Weilchen. Gebe ich zu. Hier ist nichts, das haben wir schon ausgebeutet. So. Ja, ansonsten auf den Survival-Aspekt bin ich auch sehr gespannt. Das macht ja so ein Spiel erst spannend, ne? Wenn man quasi dafür sorgen muss, dass man hier nicht verreckt. Essen, trinken. Ich weiß nicht, ob man hier erfrieren kann. Es scheint mir noch nicht so. Hätten wir auch ein Problem, so barfuß wie wir unterwegs sind. Wir sollten uns mal die Füße waschen, oder? Das sieht ja aus da unten. Oh Mann, hier ist überall nichts mehr. Na, dann gehen wir mal ein bisschen in den Wald rein. Und hier kratzen wir mal ein bisschen Baumrinde ab. Hier können wir nämlich Baumrinde abkratzen und Äste abzweigen. Zweige abzweigen quasi. Ja, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in meine Kindheit. Also nicht wundern, übrigens immer, wenn keine Meldung kommt, dann hat alles geklappt, was wir da ausführen. Wenn eine Warnmeldung kommt, dann ist irgendwas schief gelaufen oder ist nichts mehr da. Oh, ich höre gefährliche Wesen. Habt ihr das gehört? Ich höre da mal auf zu, am Baum rumzukratzen, dann hört man vielleicht auch mal ein bisschen die Natur. So, Moment. Schön, ne? Weiß jetzt bloß nicht, was ich mache, wenn ein Wildschwein kommt. Okay, ja, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in meine Kindheit, muss ich sagen.
Da sind wir jetzt ziemlich oft in den Wald gewandert vom Neubaugebiet. 3 Kilometer über den Acker. Und dann waren wir im Wald und dann haben wir halt da versucht, uns das gemütlich zu machen. Haben versucht, irgendwas aufzubauen, was meistens nie geklappt hat. Irgendwelche Hütten oder Hochstände. Geendet ist es halt damit, dass wir irgendeinen vorhandenen Hochstand ausgebaut haben. Was dem Förster sicherlich nicht sehr erfreut hat. So. Ohne Eule. Schön gemacht. Also vom Flair her. Ich versuche mal ein bisschen weniger zu quatschen, dass ihr davon auch was mitkriegt. Aber sammeln muss ich halt, ne? Wir müssen ja irgendwie vorankommen auch. So. Okay, bevor wir da jetzt reingehen, basteln wir erstmal was. Ein primitives Werkzeug basteln. Was haben wir hier zur Auswahl? Eine Sichel, eine Schaufel, ein Hammer, eine Axt, eine Steinaxt, und eine, ja, ein Säbel. So ein Dings bräuchten wir auch, aber ich weiß nicht, wo ich das hier herkriege. Also eine Fackel. Was ist denn das? Ah ja. So, erstmal ein Messer. Craft. Craft, craft, craft. Was wir nicht alles können, ne? So. Eine Tasse wäre auch ganz lustig. Dazu fehlt uns aber hier Rinde. Was? Habe ich die nicht abgerissen vom Baum? Das wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Dann machen wir mal eine Axt. Können wir auch mal einen Baum fällen, wa? Ist ja genug da. War schön. Ich möchte jetzt nicht tauschen, also ich möchte jetzt nicht draußen im dunklen Wald sitzen, ehrlich gesagt. Ist ja auch nicht mehr so schön jetzt. Aber so ein bisschen wie Urlaub. Herrlich. So, jetzt haben wir keinen Flintstone mehr. That's the problem. Okay, equip. Equippen Sie mal. Die Axt. Die haben wir uns jetzt im Arm gebunden quasi. Und können wir jetzt... Was machen wir jetzt damit? Wir machen gar nichts damit. Jetzt habe ich nur wieder... Ich pflück dauernd Blätter irgendwie. Wie kann man jetzt die Axt verwenden? Liebes Spiel, das wäre mal ganz lustig zu erfahren. Okay. Wisst ihr was? Guck ich auch einfach mal hier in die... Ah, warte mal. Wozu ist denn so eine Hilfe da, ne? Ah, okay. Damit kann ich quasi dann auch... Get the bark. Okay. Ja, ich bin auch sehr noobig, gebe ich zu. Aber wer ist das nicht in neuen Spielen? Gut, so kriegen wir Baumrinde. Auf jeden Fall haben wir das auch schon mal rausgefunden. Die wir ja auch brauchen. Mensch, da können wir jetzt hier die ganze Nacht Baumrinde abkratzen mit unseren Fingern. Dann heißt es aber später gleich mal zur Maniküre. Weil das geht bestimmt auf die Fingernägel. Haben wir unsere Pranken gesehen hier? Warte mal. Mach mal hin. Huch.
Jetzt sehen wir es genau. Guck mal die Pfoten an. Wir sind hier der einzige Zombie im Wald wahrscheinlich. So bewegen wir uns auf jeden Fall gerade. Ja, jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, wie wir die Axt bedienen können. Nutzen können, nicht bedienen können. Blödsinn. So, Skills. Ditte. T haben wir noch nicht gedrückt. Aha. Ach, so sehen wir von vorne aus übrigens. Ja. Also uns würde ich nicht im Wald begegnen, nachts auf jeden Fall. Den mal an, nur. Boah. Eine Hackfresse. So. Ja, wie kann ich jetzt hier die Axt bedienen? Drop, equip. Guck mal, was er macht. Jetzt ist er unequipped. Ich weiß noch nicht, wie man es nutzen kann. Wir haben noch 4 Minuten für die Folge. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Der Stress zum Abend. Wieso packst du das? So. Packen wir da hin. Okay. Können wir beides tragen, quasi, aber jetzt haben wir das Problem noch nicht gelöst. So. Was ist das jetzt eigentlich? Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt habe ich es wieder unequipped. Gut. Wenn uns hier die Tiere beobachten, die denken sich ihren Teil. Ja, Opfer. Alles Opfer. Kann nicht mal eine Axt schwingen. Mensch, ist ja aber echt loopig jetzt von mir. Ich weiß quasi auch nicht. Da geht gerade auch nichts. Ja, sehr komisch. Jetzt geht überhaupt nichts mehr. Jetzt kann ich... Ach hier, jetzt geht's wieder. Logging. Ich möchte diesen Baum umhauen. Was haben wir nicht gemacht? Jump. Sprint. Peace Dance. Ah. Tick. Probieren wir das mal. So, das war der Kriegsmodus. Alter Schwede, das ist ja doof. Da, bin ich jetzt etwas unvorbereitet. Kann man die Axt hier draufpacken? Ah, guck mal an. Basics in Rollenspielen, ne? Okay, so. Come on. Was macht er jetzt? Der hat die auch wieder abgelegt, ey. Du bist doch dumm wie Brot, ganz ehrlich. Jetzt legt er sie wieder an. So. Geile Sache. Also wir können schon mal die Axt an- und ablegen. Wir können aber den Baum wohl nicht umhauen.
Ich bin gerade mal hier in Third Person Mode, dass ich mal sehe, was irgendwie welche Aktionen auslösen. Aber da passiert nichts. Da passiert einfach nichts. Hm? So. Inspected the tree. Hm. Baum lesen. Okay, ja, das ist schön. Jetzt möchte ich das aber auch mal hier... Ja, ich probiere es jetzt noch einmal hier, dieses Zweige abreißen, aber das wird wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass wir wieder einen Zweig mehr haben. Den ganzen Baum. Nee, ach, die Blätter abreißen tun wir da nur. Hm, Freunde, da muss ich noch mal ein bisschen kurz noch mal recherchieren. Aber ist ja auch nicht schlimm, war ja erstmal so die einleitende Folge. Und bis zur nächsten bin ich dann schon ein bisschen besser. Guck mal hier, der Baum ist aber auch nicht sehr stabil platziert. Ein schwebender Baum. Lieber mal weg, weil wenn der da runterfällt... Oh, guck mal hier, die Bäume umarmen sich. Och, wie romantisch. So oft, die bewegen sich gleich. Nee, so Fantasy-Krams ist ja hier nicht. Also, wir haben hier keine Baumwesen oder so. Da braucht man auch keine Angst haben. Okay, ich hoffe, das Spielchen sagt euch zu. Ich werde es ja so anhand der Klickzahlen und des Feedbacks erfahren. Und werde jetzt auch trotzdem nochmal so zwei, drei Völkchen, glaube ich, gleich nochmal im Nachhinein aufnehmen. Mal schauen. Hat auf jeden Fall Potenzial und ist eine schöne Abwechslung zum Science-Fiction-Dark-Future-Zeugs, was ich sonst immer spiele. Ich hoffe, ihr denkt auch so. Also, bis zum nächsten Mal, euer Herr von Play.